Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin wieder unterwegs und mitten in München halt. Da fließt die Isar. Ich bin hier auf der Museumsinsel vom Deutschen Museum. Und da geht es nämlich jetzt gleich in den kleinen Posthof, wo ich eine Kollegin von mir treffe, die Kabarettistin Christel Sittenauer. Die ist nämlich halt mein Gast und da wart's eh schon. Ja, grüß dich. Hallo Claudia. Grüß dich. Schön, dass du Zeit hast heute für uns. Vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt sind wir da vor dem Innenhof. Mhm. Soll ich sagen, jetzt schauen wir mal rein, oder? Sehr gern. So, warst du schon mal da im Posthof? Nein, ich war im Posthof noch nie. Also beziehungsweise mal zum Corona-Testen, glaube ich, war ich hier drin. Das stimmt, ja. Das ist ja daher kennt man das nämlich am Deutschen Museum da. Aber tatsächlich steht jetzt auf einmal da eine Bühne. Und ich habe schon gesagt, du bist auch Kabarettistin, gell? Und auf einmal spielen wir auch draußen, Open Air. Ja, also wir haben letztes Jahr schon mal im Innenhof hinten gespielt mit dem Ensemble. Und jetzt ist ja dieses Jahr im Posthof herin. Ich finde es ja super, dass es die Möglichkeit jetzt gibt. Also, und die Leute nehmen es ja offensichtlich ganz gut an. Ja, man muss sagen, also früher war es schon so, man hat mehr Kabarett gespielt irgendwie in der kalten Jahreszeit. Im Sommer war eigentlich immer Pause und Sommerloch. Aber seit der Pandemie ist es tatsächlich so, dass auch vermehrt einfach Orte genutzt werden, wie eben hier. Und man auch wirklich rausgeht und irgendwie Open Air spielt. Aber es ist schon eine größere Herausforderung, finde ich, oder? Ja, absolut. Also vor allem auch hier, man hat ja die ganze Zeit auch so Nebengeräusche. Man hat ja immer zum Beispiel das Leiten von der Uhr oder von der Glocke, ja, irgendwie zu jeder Viertelstunde. Ja. Und man kann es vielleicht die ersten zweimal nur einbauen, aber nach dem fünften Mal ist es irgendwie auch deppert, wenn man die ganze Zeit sagt, und dann leitet es wieder, und dann leitet es wieder. Ja. Und dann hat man halt auch Leute, die irgendwie vorbeigingen, die manchmal dann auch aus Spaß nein schreien, irgendwas und sowas. Und das ist dann immer so die Frage, nimmt man es auf, nimmt man es nicht auf, wie viel nimmt man auf, wie viel nimmt man auf, dass zum Beispiel plötzlich vielleicht zum Ringer anfängt? Ja. Oder dass ihm irgendwie ein Sturm kommt und es haut alle Sachen von die Tische runter. Also das ist von der Herausforderung schon was anderes, wie wenn man halt jetzt in einem Theater ist, wo ganz klar ist, da ist das Licht, da ist der Ton. Und ich bin eigentlich auf der Bühne und sehr viel kann nicht passieren. Also es kann schon viel passieren, aber es kann jetzt nicht von äußeren Umständen. Es kann immer was passieren, gell? Aber klar, draußen ist noch eine andere Herausforderung. Aber so wie da ist natürlich schön, gell? Es ist irgendwie schön geschützt, die Bühne steht super da. Also selbst wenn es ringt, du wärst schon mal nicht los. Das ist was Gutes, es ist halt da eben so ein Baum. Ja. Wo ein Haufen Leute auch noch drunter passen, die geschützt sind. Was tatsächlich, was ich gut finde, ist, dass man die Leute, die vorbeigingen, von der Bühne aus nicht sieht. Ja. Sondern dass man sozusagen mit denen zum Rücken hier ist. Und dass man so in diesen Innenhof reinspielt. Und dann ist das ja schon so, das ist ja schon ein geschützter Raum eben, dass er alles umbaut. Und es ist auch sehr idyllisch. Es ist halt idyllisch wie ein Biergarten. Ja, wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, du möchtest eigentlich am liebsten gleich auf die Bühne. Du darfst ja da einmal spielen. Dein Termin ist am 30. Juni da. Genau. Mit deinem Programm, das heißt wir? Frauen sind keine Menschen. Ah ja, genau. Was hat es denn damit auf sich? Also natürlich geht es in gewisser Weise um Feminismus. Es geht um Gleichberechtigung. Der Satz an sich, der ist geprägt von meinem Sohn. Und zwar hat mein Sohn in die Anfangsjahre, wo er das Sprechen begonnen hat, irgendwie das Wort Männer und Menschen nicht unterscheiden können. Und dann hat es bei ihm eben Menschen gegeben und Frauen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber Frauen sind halt auch Menschen. Und dann habe ich gesagt, nein, Mama, Frauen sind keine Menschen. Und dann immer so, ja, also er und der Papa, das sind Menschen und ich bin halt eine Frau. Und dann, ja, war das irgendwie ganz inspirierend, weil ich in meinem Programm, also da ist so, ich gehe auf Situationen ein, die mir selber begegnet sind, eben in meinem Alltag. Ich habe viel studiert, ich bin am Land aufgewachsen, wohne dann jetzt schon lange in der Stadt, habe diverseste komische Nebenjobs schon immer gemacht und wann gab es Situationen, wo ich das Gefühl gehabt habe, naja, also als Frau ist es halt doch nicht so einfach. Also, oder als Frau habe ich jetzt schon mal ein bisschen mehr zum Arbeiten, dass ich an die gleiche Position oder an das Gleiche komme, wie wenn ich jetzt einfach ein Mu gewesen war. Das sind alles total wichtige Themen, auch Themen, wo man sich einfach auch drüber ärgert. So. Aber wie bringst du das dann auf die Bühne? Weil du musst ja doch auch irgendwie eine gewisse Leichtigkeit kriegen. Es ist ja doch, ein Kabarettprogramm ist halt unterhaltsam. Deins ist immer sehr unterhaltsam. Ich finde es wahnsinnig witzig, wie du auf der Bühne bist und was du für Präsenz hast. Aber wie schaffst du das, dass du jetzt so relativ schwerfällige Themen einfach auch gut verdaulich auf die Bühne bringst?
Also ich bin nicht belehrend, weil das interessiert mich gar nicht. Also mich interessiert, nein, also das ist so, ich will ja nicht irgendwie ein Männerbashing, das ist mir total wurscht, weil ich meine ja quasi wirklich, dass das alle eigentlich gut geht. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie sage, ja und das ist schlecht und das muss man machen, sondern es sind kleine Geschichten, die ich tatsächlich erlebt habe. Also kleine Geschichten und die kann man dann natürlich schon irgendwie ganz, ganz kabarettistisch, ganz humoristisch verpacken. Und dann auch immer mit der Leichtigkeit, auch immer mit so einem sich selbst in Frage stellen. Also wie habe ich da zum Beispiel reagiert? Oder was hätte ich anders machen, Kinder? Dann vielleicht also weitergehen in Gedanken. Naja, was wäre zum Beispiel gewesen, hätte ich das gemacht? Also immer so das Ganze sehr, sehr leicht nehmen. Auf gar keinen Fall irgendwie dastehen und mit dem Zeigefinger sagen, bäh, 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 bäh. Das darf man aber nicht, sondern einfach, ich erzähle einfach das, was ich erlebt habe und das natürlich noch ein bisschen lustiger verpackt. Und ich denke, das gelingt von dem her ganz gut, weil es im Programm ist, das dann einfach was aufzeigt. Und was die Leute daraus machen, was sie mitnehmen oder was sie auch da drin sehen, das ist einer dann wieder selber überlassen. Mhm. Ob sie dann sagen, ja, hat sie es ja gesehen, hätte sie sich halt einfach anders verhalten, hat sie ja irgendwie blöd verhalten, ist ja schon so geschehen. Oder ob sie sagen, ah ja gut, war vielleicht auch eine Situation, wo es nichts dafür Kinder hat oder wo es halt einfach blöd gelaufen ist. Ja, also das finde ich schon mal grundsympathisch, erst wenn man so ein gewisses Maß an Selbstironie auch hat. Ja. Das finde ich schon mal gut, aber natürlich auch wenn man sowas auf Bühne stellt und erst einmal zur Bewertung freigibt quasi, dann muss man natürlich auch die Bewertungen aushalten. Wie geht's dir da? Kriegst du krasse Reaktionen oder wie ist das so? Es geht. Also wenn ich mein ganzes Programm mache, sind die Reaktionen sehr, sehr positiv. Weil es ist auch, also ich habe ja ein wissenschaftliches Studium gemacht. Das heißt, ich habe das Ganze auch ein bisschen wissenschaftlich hinterlegt. Also ich habe eben im Bereich Bauklimatik, Haustechnik, Architektur und das heißt, es sind auch einfach Studien hinterlegt, wo wirklich mit Normpersonen und nicht mit Frauen, die da überhaupt keine Rolle spielen, irgendwie mit drin sind. Das heißt, ich erzähle keinen Schmarrn. Und dann ist so, ich habe auch noch Musik mit dabei, was das Ganze sehr, sehr auflockert. Und das heißt, da sind die Reaktionen sehr, sehr positiv. Ja. Wenn ich kurze Ausschnitte oft mache, also auch zum Beispiel mal im Fernsehen oder sowas, klar, sobald die auf YouTube sind, geht's los mit irgendwelchen Kommentaren, meine Person betreffend, mein Aussehen betreffend, das Thema an sich einfach betreffend. Irgendwelche Leute, ich glaube, die haben einfach einen Spaß dabei. Das ist ja ein großer Spaß, daheim zu sitzen und ein bisschen zu beleidigen. Traurig, aber wahr, fürchte ich. Ja. Aber ist es schon so, also gerade was so das Aussehen angeht, als Frau stellst du die Nummer mehr dem aus, oder? Das voll. Also es ist, ich habe mal so Coaching gemacht für Moderation und da ist mir auch gesagt worden, also ja, es ist wichtig, was du inhaltlich machst, ungefähr 5%. Aber die anderen Prozent schauen sie erstmal, was hat's an? Wie sind ihre Haare? Wie ist geschminkt? Dann auch, wie ist ihre Stimme? Ja. Weil dann ja oft da kannst du, ja, Frauenstimme, ne, die kann ich mir nicht anhören, weil die sind so hoch oder so knarrt oder sonst irgendwas. Wie ist die ganze Mimik und sowas? Also das ist so der Hauptpunkt. Ja. Und dann geht's oft erst ums Inhaltliche. Aber nervt dich das nicht manchmal auch wahnsinnig, dass es so ist? Voll. Und deswegen ist es so, so fange ich ja auch zum Schreiben, wenn mich wieder was total nervt. Ja. Wenn mich wieder was total nervt und ich mir denke, das gibt's doch nicht. Also da stehe ich auf der Bühne und das Erste, was ich höre, ist, ja, die Hosen sind aber schon ein wenig eng. Gell? Oder irgendwie irgend sowas. Oder ja, ich weiß auch nicht, für das müsstest du eigentlich größer sein, dass du das anziehen kannst. Und dann denke ich mir, muss ich mich wirklich jedes Mal rechtfertigen, was ich anhab? So, ja, ja. Ich habe es eine Zeit lang, habe ich mir dann gedacht, okay, schwarz auf der Bühne, zack. Viele Frauen sagen das tatsächlich, dass sie wirklich so eine Phase gehabt haben, oder manche halten es auch so bei, dass die einfach ganz in schwarz gingen, um da möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Genau, ja. Ganz in schwarz, Hosen, Blusen und so, damit man sagt, ja, okay, mei, da kann ich irgendwie nichts falsch machen. Mittlerweile habe ich keinen Bock mehr. Ja, sehr gut. Also Bühnenkleidung ist tatsächlich, finde ich, immer schwierig, ja, weil man darf nicht schwitzen. Das finde ich schon. Ich finde es unangenehm, wenn ich merke, dass ich einfach, also wenn alle sehen, egal wie weit weg sind, dass ich zum Beispiel schwitzen darf oder so, es muss ja irgendwie sitzen. Auch wenn ich den Arm hoch mache und es bleibt irgendwie da herumhängen, ist ja für mich selber unangenehm. Ja. Aber was jetzt das betrifft, ob ich das jetzt anziehen kann, weil ich eigentlich zu klar dafür bin und weil ich eigentlich, keine Ahnung, die Hosen zieht man nur an, wenn man Größe XS hat, ist mir jetzt mittlerweile wurscht. Sehr gut. Meistens. Ja, meistens.
Du hast es schon angesprochen, an deinen wissenschaftlichen Hintergrund. Mhm. Du hast ja Architektur studiert. Auch. Auch? Ja, ich habe viel studiert. Du hast viel studiert. Ja, ich habe viel studiert. Ja. Ich habe auch gern studiert. Alles in München. Ich habe mal alle drei Universitäten, alle großen, also Hochschule und LMU und TU durchgemacht. Ah ja. Ich finde, man muss da ein bisschen sich auch... Also man muss sich mal Zeit nehmen und ein bisschen umeinander studieren. Ja, ich kann da so einen Studierendenführer irgendwie schreiben oder sowas. Wo ist es am besten zum Studieren? Und du hast aber tatsächlich jetzt immer nur einen Brotjob an der TU, oder? Genau. Ja. Ich arbeite tatsächlich immer nur als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen. Ah ja. Mhm. Und Unterricht Architekturstudierende in so ein bisschen Bauphysik, in Behaglichkeitskriterien. Das Thema klimagerechtes Bauen ist super spannend. Also ja. Vor allem jetzt in der Zeit, wo es eben auch darum geht, dass man Ressourcen einspart. Also das ist toll. Und ich liebe Studierende. Super, super. Und wenn du jetzt da so umschaust, so bauphysikalisch, merkst du ja viel Ahnung von der Materie. Tatsächlich super. Na wirklich, also zum einen akustisch, weil es abgeschlossen ist. Und zum anderen, also das Klima hier drin ist schon, also für ein Außenklima in der Stadt perfekt. Es sind Bäume, es ist ein kleiner Brunnen, der so ein bisschen Verdunstungskühlung erzeugt. Ja, da kann man eigentlich mal hinschauen. Ja, da kann man mal hinschauen. Zu dem schönen Brunnen. Ja, so ein Brunnen, also so ein fließendes Gewässer reguliert natürlich das Klima ganz toll. Ja, manche hören das und müssen aber auch bieseln, das muss man jetzt auch sagen. Ja, ich auch meistens. Also, aber schau mal, da sitzt da die Brunnenfigur. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, aber es hat auf jeden Fall die Narrenkappe auf, weil wir sind ja da beim Eulenspiegel, Festival, deswegen passt das ganz gut. Aber das Wasser ist klar. Das Wasser ist klar, ja. Ja. Es liegt nur kein Geld drin. Das darf ja Glück bringen, gell? Das darf also Glück bringen, ja. Man hat jetzt rein vom Komfort, vom Außenkomfort nichts damit zum Tor. Also ob der Brunnen mit Geld drin ist oder nicht, das ist relativ wurscht. Ja, aber vielleicht schmeißen wir nachher noch ein bisschen eins, nein, damit wir für deinen Auftritt dann da ein schönes Wetter haben. Ja, das ist gut. Weil das wäre sonst ja der Killer tatsächlich, wenn man draußen spielt und es regnet. Ja, du bist früher als Solo-Kabarettistin unterwegs. Auf der Bühne hast du aber eigentlich ja mit was anderem eher angefangen. Mhm. Einem Genre, vor dem ich sehr viel Respekt habe, nämlich so Impro-Theater, oder? Ja. Das ist eigentlich dein Steckenpferd gewesen. Genau, also ich habe jetzt bestimmt 15 Jahre professionell Impro-Theater gespielt. Mache ich immer noch. Genau, ist so... Ja, es ist aber super. Also, ist super. Ich kann es nur empfehlen. Ja, aber vielleicht kannst du kurz erklären, wie sowas abläuft überhaupt, wenn man das gar nicht kennt. Ja, also beim Impro-Theater ist so, wir gehen auf die Bühne. Wir sind 2 bis 4 Spielerinnen und Spieler meistens und haben nur irgendwie MusikerInnen dabei. Und dann fragen wir das Publikum, was sie halt gern singen wollen. Und es können kurze Szenen sein oder es kann auch ein ganzes abendfüllendes Krimi-Format sein oder eine Traumschiffreise, die wir schon gemacht haben. Und dann fragen wir vom Publikum so einen Titel ab, zum Beispiel für ein Musical und ein Genre, was noch irgendwie mit dabei sein soll, ein Gegenstand, der eine Rolle spielen soll oder irgendwie ein großes Thema, das gerade in der Luft liegt. Und dann bauen wir damit Geschichten auf. Mhm. Also dann erzählen wir Geschichten und versuchen das alles einzubauen und davon inspiriert zu sein, was man vom Publikum kriegt, aber eben auch was tatsächlich in der Umgebung ist, was mir meine Partnerin, mein Partner gegenüber eben zuwirft. Man muss ja immer reagieren. Also ich kann eine super Geschichte im Kopf haben, sofort, wenn ich irgendwie das Wort Brunnenmandal her oder sowas, kann sie sagen, oh, ich habe eine super Geschichte. Aber meine Kollegin weiß die Geschichte nicht. Ja. Also muss ich dann immer reagieren. Das ist so ein bisschen Spieltennis, nicht Golf. Genau. Ja. Und dann eben nur mit Musik dazu. Und dann ergibt es, es ist halt jeden Abend was anderes. Also ich glaube, für manche Menschen ist es ja schon irgendwie eine krasse Vorstellung, sich generell auf die Bühne zu stellen. Aber dann auch noch nicht einmal zum Wissen, was passiert. Das ist ja schon wirklich die Königsklasse, oder? Ja, aber das Tolle ist, ich kann einfach komplett sofort auf jedes Publikum reagieren. Ja. Also ich kann,
wenn ihr fertig, also ein festes Programm habt, dann bin ich in dem auch so ein bisschen gefangen, sagen wir mal so. Aber ich weiß ja, wo es hingeht. Klar, ist es auf Pointe, ist es irgendwie, dahin geht's. Und wenn ich es nicht weiß, dann kann ich tatsächlich spüren, was braucht das Publikum jetzt vielleicht? Ja. Oder was wollen die jetzt hören? Ich kann mit denen reden. Dann, ich kann auch eine Szene unterbrechen und kann sagen, wie darf es ihr weiterspielen? Oder wie findet ihr, soll es ausgehen? Soll es gut ausgehen oder soll es schlecht ausgehen? Können wir alles machen. Es ist euer Abend, es ist unser Abend. Und dann macht man das irgendwie so gemeinsam. Also man hat so einen tollen Bezug zum Publikum. Das ist natürlich für jetzt, wenn du als Kabarettistin auf der Bühne stehst, super, oder? Ja und nein. Okay. Also zum einen ist es tatsächlich gut, weil ich sehr gut reagieren kann. Ja. Zum anderen ist es aber halt so, dass diese, also beim Kabarett, die ganzen Sketche oder die ganzen, das ist alles auf Pointe irgendwie, also ein bisschen, ja. Oder nicht ja. Ein bisschen, es ist auf Pointe geschrieben. Ja. Und wenn ich mich dann verliere, währenddessen, dass ich irgendwie, ah oh ja, jetzt hier geht da einer in der ersten Reihe, dann rede ich ein bisschen mit ihm und dann denke ich mir, oh, jetzt muss ich aber wieder zurückkommen. Und dann ist so die Überlegung, meine Pointe geht in die Richtung. Aber habe ich das jetzt gesagt? Weil ich weiß vielleicht nicht. Weil ich habe so lange irgendwie drumherum geredet. Ja. Deswegen muss ich so ein bisschen tatsächlich schauen, welche Parts kann ich wirklich improvisieren und welche Parts müssen auch sitzen, weil sonst funktioniert es halt nicht. Sonst laufe ich aus und sage so, ha, jetzt habe ich einen Gag am Ende gesetzt, aber den habe ich ja nie vorbereitet. Also, weil der funktioniert jetzt leider nicht mehr. Funktioniert jetzt leider nicht. Warum lacht ihr nicht? Aber so wird ja immerhin jeder Abend auch einmalig, weil das passiert immer nur so in dem Moment dann. Ja, das ist, also sowohl beim Impro, beim Kabarett passiert es mir auch noch so, dass jeder Abend deswegen einmalig ist, weil ja. Weil ja eben dann fällt mir wieder was ein, was ich doch nur mit dazu mache. Dann denke ich mir, oh, den kann ich jetzt ausreizen, den Gag, noch ein bisschen weiter. Ja, ja und beim Impro ist klar, ist es jeder Abend einmalig. Manchmal schade, wenn man sich denkt, oh, das wäre jetzt irgendwie ein richtig cooler Song gewesen, den hätten wir jetzt aufnehmen können. Aber ja. In dem Moment, wo er gesungen ist, ist er auch weg. Also Songs werden auch improvisiert. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ah, das ist toll. Also, wir haben einen ganz tollen Musiker bei uns dabei und der reagiert auf uns, wir reagieren auf den. Also, ich habe schon so, ich war im musischen Gymnasium, ich höre dann schon, okay, wo geht's hin ja. Musikalisch? Und genau, dann macht man zusammen auch ganze Musicals. Ja. Du hast jetzt, wenn du mit deinem Programm unterwegs bist, ja auch oft einen Musiker dabei. Genau. Ich habe auch einen Musiker dabei, einen Lukas. Ja. Lukas Meyer. Ja. Ein guter Typ. Genau. Pianist ist er, oder? Pianist ist er, genau. Ist auch unser Impro-Musiker. Ah ja. Genau. Ja. Und das heißt, ihr kennt euch eh in- und auswendig. Und, super. Wir waren auf der gleichen Schule, zwar 10 Jahre Unterschied. Man okay. Weiß jetzt nicht, wer der Ältere ist oder so, aber das warum auch. Das verspult sie irgendwann. Nein, das verspult sie irgendwann. Ja, und der ist toll. Also der hat meine Songs im Stück komponiert. Der begleitet mich, der begleitet manche Szenen oder manche Teile im Stück, auch noch musikalisch. Der ist auf der Bühne, er häkelt. Er häkelt? Er häkelt auf der Bühne. Er will keinen Fokus ziehen, ja. Möchte aber nicht bloß da sitzen. Und hat irgendwie, und das ist immer die Gefahr, wenn man mit auf der Bühne sitzt, wenn andere drauf sind, wie schaue ich. Ja, ja. Also mache ich die ganze Zeit so. Das ist, ja, genau. Oder irgendwann ja. Vergisst man es dann, dann schaut man so. Ja, oder und, nickt kurz weg oder, nickt oder kurz so. Weg. Und das Publikum sieht ihn aber ja die ganze Zeit. Ja. Und wenn er zum Beispiel irgendwas anders macht, dann denken sie vielleicht, ah, ach so, das ist jetzt gerade nicht so gut. Da hört nicht einmal ihr eigener Musiker zu. Und deswegen häkelt er. Ja. Er häkelt die ganze dann Zeit. Dann ist er beschäftigt. Dann ist er beschäftigt. Das ist einfach klare ja. Verhältnisse. Ja. Und er kostet jetzt mittlerweile richtig gut. Ah ja. Ja, wir machen daraus unseren Merch. Super. Ja, man muss schauen, wo man bleibt. Ja, eben. Der Musiker häkelt einen Merch, den man nachher kaufen kann. Aber jetzt klingt es so, als wärst du für die Bühne super gewappnet für alles. Aber hast du auch schon mal richtig schlimme Momente gehabt? Oh ja, 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 ja. Also, erzähl. Also mein schlimmstes Erlebnis ist tatsächlich immer noch, da sind wir rausgeschmissen worden, mitten in einer Veranstaltung. Ja, das war eine Firmenveranstaltung, eine Weihnachtsfeier. Und der, wir sind vorher von dem persönlichen Assistenten des Vorstandsvorsitzenden eben angefragt worden. Und er hat gesagt, sau lustig, wenn es kommt. Und dann jetzt das Crashen. Jedes Jahr crasht irgendjemand unsere Weihnachtsfeier. Das mag der Chef total gern. Und er hätte sich vorgestellt, wir crashen das als betrunkenes Christkind, Nikolaus und Krampus, die gerade vom Weihnachtsmarkt kommen. Ja. Und dann sind wir da rein und haben das gecrashed. Und danach habe ich aber zum Beispiel für jede Mitarbeiterin, für jeden Mitarbeiter ein Gstanzl gehabt. Also ich ja. Habe irgendwie 40, 50 Gstanzl vorbereitet gehabt und so. Ja.
Und dann haben wir das halt gecrashed und das hat nicht so funktioniert. Also man hat schon gemerkt, es geht nicht ganz. Ja. Und ich fange an und mache so die ersten 5, 6 Gestanzel. Und die Mitarbeiter freuen sich ja, dass sie persönlich angesprochen werden. Und der Vorstandsvorsitzende hat irgendwie keinen Bock gehabt, ist aufgestanden und hat uns einfach einen Strom ausgezogen. Na. Und hat gesagt, verlassen Sie diesen Raum. Und hat uns rausgeschmissen. Und dann sind wir gegangen. Wir haben leider nur mehr rein müssen, weil unsere ganze Technik drin war. Das war ganz übel. Das fühlt sich nicht gut an, Christel. Nein, ich würde sagen, wir reden gleich über ganz viel schönere Sachen in deinem Leben. Und wir machen jetzt einfach eine kleine Pause und sind dann gleich wieder da. Ja, liebe Christel, wir sind immer noch im Innenhof im Deutschen Museum. Ich muss dich natürlich auch zu einem Thema noch befragen, weil du warst ja oder bist noch Mitglied des letzten Ensembles von der Lach- und Schießgesellschaft. Ja. Man hat in den letzten Wochen viel gehört rund um die Lach- und Schieß. Dazu kommen wir vielleicht gleich, aber wie bist du überhaupt dazu gekommen? Eher zufällig. Also was heißt eher zufällig? Wir haben ja vorher schon gesagt, also ich habe lange Impro-Theater gemacht. Und ich habe irgendwann schon so beim Impro-Theater gemerkt, so, jetzt brauche ich mir wieder irgendwas Neues. Also ich brauche wieder irgendwie Herausforderung. Und dann gab es tatsächlich den Aufruf auf Facebook, dass neue Ensemble-Mitglieder für die Lach- und Schießgesellschaft gesucht werden. Mhm. Und dann habe ich mir das so durchgelesen und habe mir so gedacht, ah ja, das war ja was Neues. Habe bis dahin aber auch noch kein Kabarett gemacht. Also habe bis dahin noch kein Solo gehabt, kein gar nichts. Und habe dann in der Nacht- und Nebel-Aktion eben mit meinem Musiker zusammen nur schnell einen Song eingesungen und dann nur schnell irgendwie ein Showreel gemacht, meine Bewerbung geschrieben und habe es einfach mal hingeschickt. Und habe mir gedacht, naja, bewerben kann man sich ja mal. Und dann kam tatsächlich die Einladung, dass ich zum Casting gehen darf. Dann gab es da eine Rolle, die man vorbereiten soll, oder beziehungsweise so einen Text. Und dann noch 5 Minuten, wo man machen kann, was man selber will. Und dann war ich bei dem Casting und dann war das toll. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, es war schon schön. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Also tatsächlich kam dann zum Start Pandemie kam der Anruf, okay, du bist im Ensemble. Und ich so, geil. Ja, weil man muss ja schon sagen, also Lach und Schieß, das ist ja einfach schon ein ehrfürchtiger Name. Und auch das Ensemble hat ja eine lange Tradition. Ja, ja. Also hast du da gar keine Berührungsangst gehabt, sondern dir gedacht, du probierst das jetzt einfach mal? Genau, ich habe mir halt wirklich gedacht, ich probiere es einfach mal. Also das ist jetzt ausgeschrieben, ich kann nichts verlieren. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich wollte schon immer Kabarett machen, habe aber nicht irgendwie, mir hat der letzte Tritt irgendwie so in den Hintern gequält und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt probierst du das. Und deswegen glaube ich, war es auch so, ich probiere es. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Wenn es funktioniert, ist super. Ja. Genau. Und du hast schon gesagt, zum Start der Pandemie ist eigentlich angegangen mit der Ensemblearbeit für euch. Also für euch heißt, ihr seid zu dritt? Genau, mit Sebastian Fritz und Frank Lötgen. Mhm. Und das erste Treffen haben wir dann im Zoom-Call gehabt und dann haben wir uns immer irgendwie drauf so auf Parkbänken und haben angefangen zum Schreiben und uns kennen zum Lernen. Ja, weil das war ja, so habe ich das auch gesehen, eigentlich so ein Versuch, weil so Ensemble-Kabarett, das ist zwar so was Altehrwürdiges eigentlich, aber es gibt es fast nicht mehr. Und es war ja wirklich wie so ein Versuch, diese Tradition auch wieder neu zu beleben, oder? Ja, genau. Also es gibt wenig. Tatsächlich, also ist auch schwierig, weil man muss natürlich 3, 4, 5 Leute unter einen Hut bringen. Was auch bei uns schwierig war. Also wir haben nicht vor Anfang an irgendwie eine Linie gehabt und gesagt, ja, super, alles passt, was du machst und so, sondern wir haben uns sauber gestritten, also total. Wirklich, also es hat richtig gefetzt. So, dass man teilweise gedacht hat, okay, es geht nicht weiter. Haben uns aber, und das ist war aber das Gute, also wir haben uns dann so zusammengefunden und wir mögen uns mittlerweile einfach so gerne. Also wir sind richtig gut befreundet und also haben immer noch uns vorher auch nicht gekannt. Überhaupt nicht. Irgendeiner den anderen kennt. Und mittlerweile eben total befreundet und haben immer noch verschiedene Ansichten. Total. Und fetzen immer noch. Aber es funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass man als Ensemble dann auch eben verschiedene Meinungen hat, dass man weiß, okay, und aus dem Konsens oder was zwang man, was wollen wir zwang, wo fühlt sich jemand unwohl, dann lassen wir das auch gleich. Und dann ist eben so, ja klar, also da steht der Name Dieter Hildebrandt die ganze Zeit da. Bei vielen Auftritten hat man auch das
Gefühl gehabt, Leute waren enttäuscht, dass Dieter nicht selber auf Bühne gekommen ist. Und aber Dieter Hildebrand ist wann verstorben? 2013, ja, glaube ich. Aber ja, er schwebt immer nur drüber. Er schwebt mit. Und das Tolle ist natürlich, ich meine, er hat eine Wahnsinnssache geschaffen, mit der mir natürlich einfach super uns Türen geöffnet worden sind, dass wir an verschiedenen Häusern spielen haben können und die Leute überhaupt auf uns aufmerksam werden. Und dann muss man halt aber auch sagen, okay, wir können nicht alles so machen wie im Sinne von, sondern wir sind jetzt das Ensemble und jetzt müssen wir es so machen, wie es uns, für es uns widerspiegelt und wie es für uns passt. Ja, und es braucht natürlich eigentlich auch so, ja, wie soll man sagen, man muss sich reinfinden, auch selber Texte zu schreiben. Also gerade wenn du vorher eher so aus dem Impro kommst und auf einmal bist du stehst du nicht nur auf der Bühne, sondern schreibst auch Texte und dann läuft es auch noch unter Lach- und Schieß-Ensemble. Also das ist schon eine Bürde wahrscheinlich. Ja, und es war gar nicht, also es war eine Herausforderung. Also ja. Wir haben dann, jeder hat irgendwie so Texte geschrieben, dann haben wir uns wieder getroffen, dann haben wir es so durchgeredet, dann haben wir sie gedacht, weiß ich nicht. Und dann so war, dann ist man natürlich also persönlich erstmal angegriffen, wie man sich vorher Mühe gegeben hat und man kommt mit dem Text und dann liest man vorher die anderen so, nein, echt nicht. Nein, echt nicht. Das ist nix. Und dann denken wir sie so, was? Aber gut, aber das, er hat mir total viel gebracht. Also eben jetzt auch in Bezug auf Solo und sowas. Also einfach so, dass man ja länger dran arbeitet. Und im Ensemble muss man. Man muss sie zusammenkämpfen und arrangieren. Und ja, und als ihr euch dann quasi erfolgreich zusammengekraft habt, dann ist endlich damit auch auf die Bühne gegangen. Es wurde ja sehr erschwert durch die Pandemie. Ja, genau. Dann haben wir, ein Jahr lang ist eigentlich fast gar nichts passiert. Dann ist eben die Möglichkeit gewesen von Open Air. Also wir haben unsere Premiere damals dann Open Air in der Seidelvilla gehabt. Dann haben wir einen Sommer lang Open Air gespielt, was auch absurd war so ein bisschen, weil eigentlich braucht es ja diesen Raum von diesem Laden. Ja. Hat aber ganz gut funktioniert. Dann ist irgendwann endlich in den Laden gegangen. Genau. Und dann war halt wieder was anders. Was anders, ja. Die Lach und Schieß. Gibt es das eigentlich nur? Man hat was gelesen, Insolvenz. Also es ist ja alles, es waren ja turbulente Zeiten einfach für die Lach und Schieß. Es waren total turbulente Zeiten. Also eben, dann ist ein Laden gegangen, dann gab es einen Geschäftsführungswechsel. Dann haben wir aber mit neuer Geschäftsführung eben haben wir im Laden auch gespielt. Dann haben wir uns unsere Tour organisiert, eigentlich selber, waren unterwegs in Deutschland, in verschiedenen Städten und haben dort gespielt. Ist eigentlich super gelaufen. Und dann gab es wieder einen Geschäftsführungswechsel und dann ist es einfach auch nimmer gelaufen. Also dann war es einfach so, okay, dann haben wir schon gemerkt, okay, jetzt läuft es nimmer, jetzt werden wir auch nicht zahlt. Genau. Und dann war es irgendwann, tatsächlich habe ich erst von der Insolvenz ja am Faschingsdienstag am Viktualienmarkt erfahren. Ah ja, das ist vielleicht auch der beste Rahmen dafür, wo man sowas verkraften kann, oder? Ich glaube auch, und es war tatsächlich sehr süß, weil es war Faschingsdienstag und Viktualienmarkt und wir haben so gefeiert und ich kriege so eine Push-Nachricht und lese so, Lach und Schieß, insolvent, scheiße, schon irgendwie. Und dann, ja, natürlich ist das so ein Downer. Also dann bin ich so da geguckt, dann habe ich so ein Bier getrunken mit der Freundin und dann kommt ein Mo, der ist als Pirat verkleidet, so ein älterer Herr und fragt, ob sie zu uns an die Ski sitzen kann und dann sagen wir ja und dann erzählt er uns irgendwie so ja und er ist ja ein großer Theaterfan und so und meine Freundin so ja da, hier Lach- und Schieß-Ensemble und er schaut mich so und mal so, na echt, macht einen Geldbettel auf, legt 20 Euro hier und sagt, der Rest, was du heute trinkst, geht auf mich. Das war irgendwie nett. Ja, rührend, aber auch traurig ein bisschen. Ja, aber es war irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, irgendwie süß. Ja, genau. Also es ist halt auch deswegen schon, ihr habt ja auch super Kritiken gekriegt, ihr seid super angekommen beim Publikum und dann ist man so in die Startlöcher, möchte auf Tour gehen und auf einmal waren ja auch sämtliche Termine auf Eis gelegt. Ja. Einfach weil ihr zur Lach und Schieß gekehrt habt, oder? Genau, also weil dann hat es geheißen, okay, es geht in die Insolvenz. Dann war es natürlich so die Frage, wir können ja nicht mehr auf Tour gehen, wenn wir wissen, dass alles Geld, was wir einspielen, in die Insolvenzkasse fließt. Und wir sowieso wissen, egal wo wir jetzt hinfahren, wir kriegen das Geld nicht. Das ist von der Motivation her ganz schwierig. Also,
Ja, man so, macht ja viel mit als Künstlerin, aber irgendwann, ja, wenn ich jetzt eine Woche auf Tour fahre, ich weiß, ich kriege gar nichts dafür, dann denkt man sich schon so, ja, oder heute auch nicht. Genau, na, wir haben so lange gespielt, wie es gegangen ist, und dann ist es nicht mehr gegangen und dann, ja. Also ich muss ja sagen, so in der öffentlichen Wahrnehmung muss man, also gerade euch drei als Ensemble auch hoch anrechnen, ihr wart immer loyal, also sowohl beim Till Hoffmann, der euch ja quasi zusammengebracht hat und gecastet hat und auf den Weg gebracht hat, aber dann auch gegenüber der Nein-Geschäftsführung, aber kriegt man da nicht irgendwann mal so einen Hals, wenn man so denkt, die fahren dieses Geschäft so an die Wand und, ja, und ihr seid so einfach, hängt's damit dran? Ja, kriegt man schon. Also nicht bloß wegen uns, einfach wegen der ganzen Institution. Also wo man sich denkt, das kann doch nicht sein. Und vor allem Leute sind ja gekommen. Also es war ja nicht, dass man sagt, okay, man hat so machen müssen, weil drei Leute drin geguckt sind. Nein, es sind ja Leute gekommen. Und da denkt man sich so, ah, dann kriegt man es doch hier irgendwie diese Streitereien intern irgendwie in den Griff zu kriegen. Also ja. Ja. Aber, ja, jetzt schauen wir mal, oder? Die Zukunft ist, glaube ich, ungewiss. Ist ungewiss, genau. Also es ist ja auch noch nichts entschieden. Das Insolvenzverfahren, ich weiß gar nicht genau, wie es ist. Also irgendwas läuft natürlich, und, ja, aber man weiß noch nicht, wie es ausgeht. Und so. Wir als Ensemble machen auf jeden Fall weiter. Das sind schon mal gute, genau, Nachrichten. Ob unter Lach und Schieß oder unter einem neuen Namen, aber wir haben uns jetzt so zusammengerafft, das war jetzt ein Schmarrn. Ja. Wie immer. Die ganze Mühe, die ganzen Streitereien. Die ganze Geblärre. Die ganze Energie. Mühe. Nein. Wissen wir mal. Ja, das finde ich super. Also mit euch kann man auf jeden Fall rechnen. Genau. Ja. Wir kommen wieder. Und eben also mit dir solo, ja. Du bist viel unterwegs. Was ich auch sehr bewundern muss, du stellst dich auch sämtlichen Wettbewerben. Also im Bereich Kabarett gibt es ja wirklich auch sehr viele Preise. Ja. Und tatsächlich sind die wenigsten eigentlich so Jurypreise, also gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch ganz viel, wo man dann wirklich auftreten muss und quasi gegeneinander da antritt an so einem Abend. Und du machst das aber alles mit, gell? Ja, ja. naja, also irgendwie... Der Start von meinem Solo war ein Preis. Also ich, genau, und zwar war das so, dass eben während der Pandemie ich irgendwann vom Kabarettpreis vom Sinnflut-Festival in Erding angeschrieben worden bin. Da habe ich noch gar nichts gehabt, solo, ob ich bei einem Kabarettpreis auftreten würde, solo. Und dann haben wir eh gedacht, so, ja, es ist Pandemie, ich habe alles angenommen. Ja. Ich habe gesagt, freilich, mache ich, auf jeden Fall. Und irgendwann ist es so näher gekommen und dann habe ich gemerkt, oh Mist, jetzt brauche ich wirklich 20 Minuten Programm, ich habe gar nichts. Ja. Und dann habe ich angefangen zum Schreiben und habe geschrieben und habe geschrieben und bin zu meiner Regisseurin Magda Leb nach Wien und dann haben wir das irgendwie so, also hat man die geholt und so. Und dann haben wir ein 20-Minuten-Programm zusammen gehabt. Der Luke hat noch einen Song gemacht und so und dann sind wir da hingefahren, Wettbewerb, der allererste Auftritt überhaupt. Du mit dem Solo. Ja, du bist also, ja wirklich Wahnsinn. Weil, wir haben ja kurz Zeit mehr gehabt, das vorher wem zum Zwang. Und dann sind wir auf diesen Wettbewerb und dann sind wir da auf Bühne und es hat super funktioniert und wir haben gewonnen. Und dann habe ich mir gedacht, Wettbewerbe, macht total Spaß, man lernt andere Leute kennen, man sieht was von anderen Leuten. Irgendwie, ja genau. Mhm. Das war jetzt der Letzte, der so richtig Spaß gemacht hat. Nein, so ist es nicht ganz. Aber also, es ist jetzt, es laufen natürlich nicht alle Wettbewerbe so. Und es geht auch nicht darum, dass ich irgendwie alle Wettbewerbe gewinnen will. Aber man merkt schon, dass nicht alle Wettbewerbe so viel Spaß machen. Also ich kann ja dazu sagen, ich spiele eigentlich gar keinen Wettbewerb, ja, weil mir auch diese Grundidee nicht gefällt, dass man so gegeneinander, weil jeder und jede macht so die eigene Kunst und dann wird das auf einmal so verglichen. Ja. Das finde ich schon ein bisschen schräg und ja, tatsächlich hilft es aber natürlich in der Wahrnehmung. Also es hat schon nur einen Stellenwert. So. Ja, ich habe mir eben gedacht, so, also weil ich habe ja nicht gewusst, wie fange ich jetzt überhaupt solo an. Dann habe ich eben diesen anderen Wettbewerb gehabt, dann habe ich mir gedacht, ja, cool, jetzt dann, ja, wie machst du jetzt, schreibst du jetzt irgendwie Theater, oh, hab eben keine Agentur und dann, ja, wie komme ich jetzt überhaupt da so weiter? Und dann habe ich mir gedacht, okay, Wettbewerbe war vielleicht ein gutes Verbreitungsmedium, dass ich auf Wettbewerbe gehe, dann singen die da Leute, dann wärst du vielleicht irgendwo wieder eingeladen und so. Das funktioniert schon auch so ein bisschen, aber ich habe es mir nicht ganz so hart vorgestellt.
Eben, aber weil dieses Vergleichen so schwierig ist. Ja. Also klar, ist es total schwierig. Aber magst du nur ein Erlebnis teilen vielleicht? Sollen wir nur was verarbeiten, Christian? Ach so, nur was verarbeiten. Naja, also es ist halt dann, also ja, mein Frauenthema ist vielleicht auch manchmal, ja, polarisiert. Dann ist es eben auch schwierig und das habe ich auch jetzt lernen müssen. Also da wäre ich auch besser, was mache ich in 15 Minuten oder in 20 Minuten? Ja. Ich kann nicht in 15 Minuten irgendwie was darüber erzählen, wie also frauenfeindlich Städtebau ist, wir irgendwie, also nur harte Themen irgendwie anbringen, wie man behandelt wird, wenn man in Elternzeit geht, etc., etc., sondern ich muss ein bisschen auflockern. Und ich habe jetzt die ersten Wettbewerbe aber auch gespielt, wo ich mir gedacht habe, ja, das sage ich gerne und 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 dann haue ich noch einen Song hinterher, der sowas von hart ist. Und dann hast du auf dem Publikum vor dir sitzen, die schauen dich so. Und vorher haben sie halt irgendwie einen total coolen Comedian gehabt, der einen Witz nach dem anderen gerissen hat. Und dann komme ich. Und also, das, da muss ich ein bisschen variieren. Ich muss ein bisschen variieren, weil, ja, sonst, man hört schon, sonst, also, ich habe dann ja auch gern mehr Frauen-Eilung, gell, sind halt nicht so lustig. Ja, ja, das hört man immer. Oder immer. Es gibt immer auch nur gemischte Abende, wo fünf Leute sind und eine Frau ist dabei. Ja. Wir haben ja eine Frau. Morgen kommt eine Frau. Ja, oder das klangt dafür die ganze Woche. Ja, klangt ja schon. Du, und wenn du dir jetzt so in deine Zukunft träumen magst, hast du irgendwelche Wünsche oder irgendwelche Ziele, die du gerne erreichen möchtest im Bereich Kabarett? Ach, im Bereich Kabarett? Ja, also natürlich da die gern mit meinem Programm, also erstmal so den bayerischen Raum einfach gern irgendwie bespulen in verschiedenen Richtungen und dann schauen, also ich bin ja eben auch bayerisch, ich kann es manchmal auch ein bisschen einschränken, manchmal mag ich auch nicht, dann natürlich, ja klar ist es toll, wenn man dann auch irgendwie in den großen Häusern im deutschsprachigen Raum spielen darf, wenn man vielleicht auch nach Österreich und in die Schweiz oder sowas noch kommt. Also wenn man natürlich die Reichweite noch erhöht. Aber im Prinzip geht es mir eigentlich, mir geht es auch darum, dass mein Programm was bewirkt. Mhm. Also es ist so, und das ist eigentlich was ganz schön ist, weil so meine Freundinnen, die oder Freunde, die jetzt eben schon lange mich verfolgen und die vielleicht nicht so bedacht teilweise auch durchs Leben gegangen sind. Also was ist gut, was man sagt oder was macht man oder was sagt man einfach mal? Ja, mein Gott, das sage ich halt einfach nur so. Ja, haben wir euch schon gesagt, genau. Und ja, bloß weil du jetzt politisches Kabarett machst, jetzt hast du halt jetzt bist du auf einmal politisch engagiert oder jetzt irgendwie sowas, das hört man ja schon auch oft. Aber so kriege ich einfach viel Rückmeldung, wo mir tatsächlich irgendwelche Leute, die bei mir waren, jetzt irgendwelche Beutel schicken, wo sie sagen, schau mal, da gibt es 2 Damentoiletten und 14 Männertoiletten. Oder, oder schau mal, da irgendwie auf dem Ding sind irgendwie, was habe ich letztes Mal gekriegt, so eine Packung von irgendeinem Käse. Und dann war es, was ich halt, der mit wenig Fett, da waren dann auf einmal halt die kleinen Hühner, das waren halt, die haben Röckchen auch gehabt. Ja, freilich. Weil der mit wenig Fett, der ist für die Frau. Ja. Und das ist schön. Ich krieg so Feedback jetzt zurückgeschickt. Ja. Und das finde ich total cool. Weil die Leute irgendwie aufmerksam drauf wären. Genau. Und dann fällt ihnen selber was auf. Genau. Und dann finden sie auch so kleine Sachen und denken sich, ah, das schickt jetzt der Christel. Vielleicht baut sie es ein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, ja, und so. Oder überhaupt zum sagen, hey, du, ich hab was mitgenommen. Ja. Und was mitgenommen, finde ich ja super. Ich finde ja super. Mitnehmen ist super. Und selbst wenn es einfach nur eine super Zeit war. Ja. Oder eben Merch, was der Luke häkelt. Genau, ja. Was gehäkelt ist. Was kann man auch mitnehmen. Kann man immer brauchen. Und ich muss sagen, ich schaue ja immer auf so Programmflyer. Also da fällt es mir immer extrem auf, wenn man so bei Kleinkunstbühnen oder bei Stadthallen oder so einfach auch gerade Kabarett schaue ich mich natürlich dann an. Und ich muss auch sagen, es tut sich schon was. Ja. Also es waren früher, oder vor ein paar Jahren noch, sind Programme rausgekommen, einfach nur männlich besetzt. Und gar keinem ist das irgendwie aufgefallen. So. Aber jetzt langsam kommen die Frauen und werden einfach auch sichtbarer. Ja, und das ist, ja eben, es passiert was. Es ist tatsächlich, fällt mir auch auf und finde ich super. Und ist halt ein Prozess. Aber das ist ja, also man kann ja auch nicht, also das ist ja in Ordnung. Es ist, also Entwicklung.
Entwicklung ist einfach gut. Ja. Ich finde Entwicklung finde ich super. Entwicklung und auch Vernetzung. Also ich finde, unter uns Kolleginnen ist einfach mehr Austausch tatsächlich da. Oder? Ja, wenn man nicht sagt, das ist die eine Frau. Ja, ja, und dann ist man auch selber so, oh, wenn ich jetzt dabei sein will, dann darf der aber nicht. Ja, was totaler Schmarrn ist. Weil, wenn es irgendwie, keine Ahnung, 10 Plätze gibt oder was, dann sagst du, jetzt ist schon eine Frau dabei. Na, dann mag ich die nicht. Na, das ist ja spannend. Die anderen 9 Typen, die dabei sind, sagen auch nicht, sind schon 8 Typen dabei, dann ist bloß ein Ohrplatz frei. Na. Genau. Und das finde ich auch super. Also das funktioniert auch immer, also total gut. Ich finde auch. Also. Ja, dann freue ich mich vor allem auch auf deinen Auftritt da am 30. Juni. Und wie ist es für dich, wenn du heute in München spielst, quasi ein Heimspiel hast? Ist das aufregender oder schöner oder schlimmer? Na, es ist super. Ich finde den München-Spielen tatsächlich total toll. Und was ich immer gerade so merke, ist eben, da ich so lang eigentlich ja auf Bühnen schon unterwegs bin, aber noch nicht eigentlich auf Kabarettbühnen so lang, aber merke so, was im Zuschauerraum für Leute da sind, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, die ich vielleicht mal im Studium als Studierende gehabt habe, denen ich mal einen Impro-Workshop gegeben habe, wo ich mal irgendwie einen Auftritt bei einer Firma, bei einer Weihnachtsfeier, bei irgendwas anderes gehabt habe oder eine Moderation gemacht habe. Und das finde ich total spannend, Leute wieder zum Singen aus allen möglichen Bereichen, die jetzt irgendwo gelesen haben, dass ich das bin und dann tatsächlich kämen, weil sie sich denken, cool, jetzt macht's was Nice und ich hab's schon ewig nicht mehr gesehen, da geh ich hier. Das finde ich schön, dass du das so toll findest, weil mir macht das immer ein bisschen Angst, weil man spielt ja da und die Leute, die kommen, die wissen ja, dass du da bist, aber du gehst dann nach 2 Stunden Soloprogramm von der Bühne und auf einmal stehen ja Leute da, die du seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hast und dann sollst du die gleich wieder erkennen. Ach so, ja, da habe ich einen ganz guten, ja, also namentlich nicht alle. Oft kann ich es von Gesichtern zuordnen oder ich weiß, wie es mich ansprechen. Weil ich habe, also Christel heiß ich noch nicht so lang. Das ist natürlich dann praktisch. Das ist dann praktisch. Im Studium war ich noch so ein bisschen cool, da habe ich Chris geheißen. Ah. Ja. Und wenn es als Chris käme, dann weiß ich, älter her. Na gut, Chris, dann schauen wir mal, wer alles da kommt zu deinem Auftritt und zu den vielen weiteren, die noch folgen werden. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es hat mich sehr gefreut. Mir hat es auch total gefreut. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und vielen Dank an alle vor und hinter den Kameras. Ja.